Herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Nordkirchen. Heute geht es ums Chippen und zwar von Karlstellen. Am Wochenende zur Clubmeisterschaft werdet ihr unheimlich viele Chips von diesen Stellen spielen müssen und heute möchte ich euch nochmal zeigen, wie ihr das am leichtesten hinbekommt. Also, wenn ihr nun diese Position habt, wie hier, legt ihr euren Schläger ganz normal ab, stellt den Schläger mehr auf die Spitze und macht den Schaft etwas steiler, sodass der Schläger mehr vorne auf der Spitze aufliegt. Nun schwingt ihr nur ganz leicht euren Schläger von außen nach innen und somit werdet ihr einen guten Ballkontakt hier unten haben. Also ich nehme meine Standposition, der Schläger ist leicht geöffnet, der Schaft wird steiler und nun schwinge ich ganz leicht von außen nach innen, einen sehr guten Ballkontakt und kann den Ball somit sehr, sehr leicht aufs Grün spielen. So und das Ganze nochmal aus dieser Perspektive. Ihr setzt euren Schläger ab, öffnet ihn, macht den Schaft steiler, somit steht der Schläger mehr auf der Spitze und schwingt nun euren Schläger ganz, ganz leicht von außen nach innen durch den Ball. Also, ich setze meinen Schläger ab, öffne ihn, mache meinen Schaft steiler und schwinge nun ganz, ganz leicht von außen nach innen. Damit habe ich einen sehr, sehr guten Ballkontakt und der Ball bleibt dann auch sehr gut an der Fahne liegen. Also, versucht nur, den Schläger leicht zu öffnen, ihn mehr auf die Spitze zu stellen und etwas von außen nach innen zu schwingen. Und dann wird es auch euch gelingen, am Wochenende bei der Clubmeisterschaft viele Chips aus diesen Lagen nah an die Fahne zu spielen. Also viel Spaß beim Üben und bis bald, euer Matthias.